Willkommen zu Moonlighter Between Dimensions. Das ist ein Spiel, das habe ich schon Ewigkeiten auf dem Schirm. Irgendwann war es mal im Sale und ich wollte es die ganze Zeit schon mal präsentieren. Ich habe es auch einmal durchgespielt und heute ist der Tag der Tage. Wir gucken uns Moonlighter an und Between Dimensions ist, glaube ich, ein kostenfreies Update gewesen, ne? Und das werden wir vielleicht heute auch nochmal uns geben. Mal sehen, wie viel Zeit uns noch bleibt. Und ja, was ist das für ein schönes Spiel? Moonlighter ist ein Spiel, das setzt auf Dungeon-Erkundung. Man geht also rein, hat so eine Vogelperspektive, ähnlich wie bei The Binding of Isaac, und geht da von Raum zu Raum, versucht da Monster zu plätten und irgendwann immer tiefer ins Dungeon hineinzustürzen, um da die dicksten Bosse und Items rauszuziehen. Ja, was macht man dann? Man bekommt Items aus dem Dungeon und versucht die dann zu verkaufen. Wir sind nämlich ein Held, der auch einen Shop betreibt und es ist quasi zur Hälfte Dungeon-Erkundung und zur Hälfte ein bisschen Shop-Management, dass man versucht, seine Ware, die man bekommen hat, eben auch effektiv zu verkaufen, indem man Preise sich überlegt und dann an die Kunden anpasst. Ja, ein paar Kunden wollen Waffen haben, ein paar Items, manchmal ist ein Item teurer als ein anderes, manchmal steigen die Preise, manchmal sinken die Preise, du kannst da Wucherpreise erstellen oder auch, dass du Dumpingpreisen rausdonken, je nachdem, wie du eben Bock hast oder Unwissende, je nachdem. Und am Anfang haben wir eben sehr viel Unwissende, das Spiel hat mich erinnert an ein altes Spiel, was ich auf Steam mal gezockt habe, und zwar, vielleicht kennt es einer von euch, das hieß Resetier. An Item Shop Tale, wenn ich mich nicht täusche. Das war das erste und doch einzige Spiel dieser Art, was ich kenne und auch gespielt habe. Und war cool. Das hat damals sehr viel Spaß gemacht. Immer so ein bisschen auch zu überlegen, okay, wie teuer kann ich jetzt denn ein Item machen? Hat mir gefallen. Auf Dauer aber vielleicht nicht jedermanns Sache. Ich gehe mal auf Spiel laden. Ihr seht schon, ich habe es einmal durchgespielt. Und 17 Stunden, 16 Minuten. Klingt erstmal nicht viel, kam mir aber auch länger vor. Ich weiß nicht, ob das dann wirklich bei 17 Stunden beendet wurde, das Spiel. Kann ich mich jetzt wirklich nicht dran erinnern, aber scheint wohl so. Sonst würde es nicht dastehen. Und wir haben ein New Game Plus. Damit starten wir auch. Wir können am Anfang auch die Schwierigkeit einstellen. Was ich immer sehr schade finde, ich gehe nochmal kurz zurück. Bei Optionen hier. Ich habe jetzt mal auf schwer gespielt. Man kann zwischen sehr schwer, schwer und normal entscheiden. Ich empfehle ganz klar am Anfang sehr schwer. Problem ist, ähnlich wie bei Hyrule Warriors, du wirst dafür nicht belohnt. Ich verstehe das immer nicht, weil ein sehr schwerer Modus ist doch immer dann umso schöner, nicht nur für das eigene Selbstwertgefühl, weil das ist ja in der heutigen Zeit eher nicht mehr so wichtig, also zumindest was jetzt die Spielerfahrung angeht, meine ich, in der Realität natürlich sehr, sehr wichtig, aber wir haben eh schon Zeitmangel. Und wenn man sich das Leben schon selber schwer macht, dann verstehe ich immer nicht, warum ein Spiel es nicht schafft, irgendwie zumindest eine kleine extra Belohnung zu geben, wenn du schon auf sehr schwer spielst. Irgendeine neue Waffe, irgendeine neue Welt, eine Belohnung in Form einer Trophy. Wir spielen ja auf der PlayStation 4 und leider gibt es dafür keine Trophäe. Das heißt, dem Spiel ist es völlig egal, ob du auf normal spielst. Es gibt dann so Speed-One-Trophäen oder Trophäen für Nimm keinen Schaden bei Bossen. Auch da macht natürlich der normale Schwierigkeitsgrad mehr Sinn, weil es ja einfacher ist. Schade, finde ich wirklich sehr schade, weil ich will das Spiel nicht durchrushen und dafür belohnt werden. Ich will das Spiel ja auf sehr schwer spielen und dann eher mich damit brüsten, dass ich der ultra-mega-hammermäßige King bin. Naja, egal. Macht trotzdem auf sehr schwer, weil das Spiel ist schon nicht so lange. Lohnt sich trotzdem. Und wer da ein bisschen Herausforderung sucht, der ist hier trotzdem gut beraten, das so zu machen. Wir spielen heute zum reinen Test erstmal auf nur schwer. Es sollte ausreichen. Und jetzt haben wir auch lange genug gelabert. Und ich gehe mal auf New Game Plus. Es ist ähnlich wie der normale Schwierigkeitsgrad. Nein, das wollte ich nicht sagen, das war falsch gesagt. Ich wollte sagen, nicht der normale Schwierigkeitsgrad, sondern wie das normale, erstmalige Antesten des Spiels. Wir beginnen nämlich in der Stadt und spielen einen Will. Unser Will will reich werden und er will auch der Beste werden. Und deswegen steht er auch nachts auf, am Tage sieht ihn ja jeder und das kann er sich nicht leisten. Ja, ist ein kleines Dorf und jeder weiß, im Dorf kennt man sich. Also versuchen wir uns nachts rauszusneaken und ins Dungeon zu gehen, wo wir nicht rein dürfen. Da ist noch so ein alter Opa, der sagt immer, oh Will, mach das bitte nicht. Dein Vater vor dir hat auch schon probiert und er kam nie zurück. Aber das ist uns egal. Also das sind wir
Und das ist auch das kleine Dörfchen. Mehr gibt's gar nicht. Das ist unser Shop, den wir betreiben. Wir fangen auch nicht mit 2x4 Tischen an. Wir haben erstens nur einen Tisch und hier können wir eben Items platzieren. So zum Beispiel, und man sieht schon, oh, da sind ja gar keine Preise dran. Ich muss also selber dafür sorgen, dass hier ein Preis entsteht und dann eben hoffen, dass der Kunde damit zufrieden sein wird oder eben auch nicht. Und dann muss ich immer anpassen, nach oben treiben, nach unten treiben. Gott sei Dank gibt es dafür aber auch Itemlisten, die dafür sorgen, dass ich einen großen Überblick auch bekommen kann, wenn ich es denn möchte, dass ich zu jeder Zeit up to date bin und die Preise anpassen kann. Und diese Übersicht ist, wenn wir Dreieck drücken. Jetzt kann ich oben L2 und R2 drücken, drücke mal auf R2. Jetzt komme ich auf mein Buch und das Buch, das nutzt man sehr häufig. Denn wir sehen hier auf der rechten Seite, es gibt 4 Stufen der Kundenzufriedenheit. Das zweite von links ist das optimalste. Ein bisschen nach rechts kann ich den Preis teurer machen, dass der Kunde immer noch zufrieden ist, aber nicht mit völligem blöden Gefühl rausgeht aus dem Shop. Und dann ganz rechts ist der komplett überteuerte Preis, den der Kunde nicht mehr bereit ist zu zahlen. Und da weiß ich, wenn ganz rechts dieses Smiley kommt, sollte ich den Preis senken. Wenn der Kunde aber diese goldenen Taler in seinen Augen hat, dann weiß ich, ich habe es zu günstig verkauft und kann den Preis nochmal dementsprechend anheben. Und man hat hier auch so eine, wie kann man sagen, so eine Abschätzung, wie teuer so ein Item sein könnte. Schaut mal nach unten auf dem Buch, da steht 28 Geld. Das heißt, dass das Item hier unten ist das billigste Item und wird sehr wahrscheinlich für 28 Goldeinheiten verkauft werden können. Und dieser Besen für ungefähr denselben Preis, sehr wahrscheinlich aber ein bisschen teurer. Und wenn ich mal nach oben gehe, je weiter ich nach oben gehe, desto wertvoller werden auch die Items. Ich glaube, das wird hier in dem, ich drücke mal R1, da bin ich jetzt nämlich im Golem-Biom. Da starten wir auch unsere Reise, hier sieht man schon. Im Golem-Dungeon kann man auch bis zu, mal gucken, wie viele Items es sind. Aber ihr seht schon, da wird das bereits unterschieden, ne? Hier, es gibt 32 Items und das sind die, die ich am Anfang hatte. Die kann ich also für 11 Goldies verticken und je höher das Item hier ist, das hier oben zum Beispiel, wenn ich irgendwann mal ein Item finde, was so aussieht wie der Schatten, dann kann ich mir auf die Schulter klopfen, weil das werde ich sehr wahrscheinlich für 1500 verkaufen können. Und so geht es auch immer weiter. Je weiter ich nach oben gehe, desto wertvoller werden die Items. Die Bücher kosten sogar schon 15.000 und damit kann ich doch eine ganze Menge anfangen. Das heißt, ich sollte hier versuchen, Bücher zu finden oder irgendwas anderes, was sehr hoch im Preis ist. Das ist mein Ziel und damit komme ich immer Stück für Stück weiter, bis ich in den letzten 4 Bereichen auch gewesen bin. Das erstmal alles. Soweit verstanden? Also, wir gehen rein ins Dungeon, holen uns die Items, verkaufen sie hier und werden dadurch stärker, weil mit dem Geld und auch ein paar besonderen Items kannst du hier zum Shopkeeper gehen, einem anderen, ja, du bist ja auch Shopkeeper, und dann kannst du Waffen upgraden. Wenn ich jetzt die Waffe haben möchte und ich spiele sehr gerne mit dem Speer, dann muss ich nichts weiter tun, als die Sachen zu farmen. Und ich hätte gerne diese Sache. Und das Schöne ist, das Spiel hat eine Wunschlistenfunktion, indem ich Viereck drücke und schon habe ich das abgespeichert. Das heißt, alles, was ich jetzt im Dungeon finde, also Einzelteile, wird auch mit einem Stern markiert, dass ich nicht aus Versehen genau das Item, was ich brauche, in meinem Laden verkaufe. Das wäre ja fatal, weil ich würde es ja hier beim Schmied investieren, dass ich mir jetzt das auch leisten kann. Perfekte Beispiel ist, unten rechts seht ihr schon dieses eine lilafarbene Etwas, ein Gegenstand, was ich ja schon sammeln konnte, habe ich in meiner Truhe erstmal verstaut, könnte ich aber auch verkaufen. Und das kann eben passieren, nicht eure wertvollsten Items verkaufen, wir wollen das hier erstmal haben. Welche Waffe habe ich denn überhaupt? Da muss ich mal kurz Looky Looky machen, ich habe jetzt immer noch diesen Speer, der als Angriffsstärke was hat? 2300. Ja, und Schwert und Schild ist noch schlechter. Ja, ich bin wieder am Anfang. Das ist eben New Game Plus. Das heißt, ich bräuchte sogar erstmal diesen Speer hier. Das ist die Ausgangswaffe. Da brauche ich so ein komisches Metallrohr.
und etwas Bröseliges, ein paar Körner, die oben angezeigt werden, 4. Kostet dann 5600. Werde ich mal beides abspeichern. Das Ding werde ich mir auch mal abspeichern. Keine Ahnung, woran ich daran kommen werde. Und natürlich Ausrüstungsgegenstände sollte man sich auch immer zulegen. Und ich brauche Schüchen. Die Frage ist nur, welche. Ich setze immer auf Geschwindigkeit. Das heißt, das wird mein Fokus sein. Stahlrüstung. Nein, Quatsch. Das hier ist gut, genau. Schüchen. Dann haben wir das. Eine Bandana. Aber wir brauchen doch noch eine coole Rüstung. Hier, das ist es nämlich. Die Stoffrüstung. Und ja, das wird auch mein Fokus sein. Also ich setze immer auf Bewegungsgeschwindigkeit. Alles andere brauche ich nicht. Und auch hier schon mal der Tipp am Anfang. Wer jetzt nicht weiß, welche Waffe sich am geilsten spielt, ihr könnt am Anfang gerne jede Waffe einmal herstellen. Aber es macht kaum Sinn, später im Spiel alle Waffen versuchen hoch zu pushen. Auch da gibt es natürlich eine Trophäe. Das heißt, man muss, wer die Platin haben möchte, trotzdem sich alle Waffen zurecht craften. Aber wer hier wirklich einmal komplett durchspielen möchte nur, der ist gut beraten, sich auf eine Waffe zu fokussieren und die immer weiter zu versuchen zu stärken. Dann, du kannst aber nicht nur die Waffe hier herstellen beim Schmied und die da vorher benutzte Waffe nutzen, um eine neue Waffe zu bekommen. Nein, du kannst auch eine Waffe verstärken, indem du nämlich irgendwo hier nach links geht, was ich aber vielleicht noch nicht freigeschaltet habe. Doch, die Dame hier unten. Der Schmied und die Frau hier, das sind die wichtigsten Personen im gesamten Spiel, weil der eine gibt euch eine Waffe und sie kann verzaubern und auch Tränke herstellen. Tränke kauft man sich sehr häufig, also geht hier auf jeden Fall rein, bevor ihr das Zeitliche segnet. Und dann kann sie eben noch Sachen verzaubern, also verstärken. Wie diesen Besen, den ich habe. Dazu brauche ich diese roten Erze, habe ich noch keins gefunden. Das ist aber erstmal, dass ihr das einmal gesehen habt. Ja, also das ist so, ja, die Grundmechanik des Spiels. Also Waffen kaufen, herstellen, dann Waffen verbessern, rein ins Dungeon, Items rausholen, die Items verkaufen, Geld sammeln und dann wieder zum Schmied gehen, Waffen kaufen, eine bessere dann, diese verbesserte Waffe wieder verstärken, dann ins nächste Dungeon reingehen, wieder Items rausziehen und wieder verkaufen. Und das ist eben so eine Endlosschleife, die man ein paar Mal macht. Ja, macht schon Gaudi, weil wir unterschiedliche Dungeons haben und auch unterschiedliche Waffen. Aber irgendwann so hinten raus habe ich gemerkt, die Dungeons sind doch in ihrer Art sehr, sehr gleichbleibend. Da hätte ich mir gerne ein bisschen mehr Abwechslung gewünscht. Aber egal, dann kannst du hier die Stadt noch ein bisschen weiter ausbessern, indem du auf Start drückst und neue Charaktere freischaltest. Den hier unten zum Beispiel, dass man nochmal Items auch nicht nur aus den Dungeons bekommt, sondern auch dir durch einen Trade dir leisten könntest. Die sind aber dann sehr teuer. Und du kannst auch den eigenen Shop verbessern, dass du mehr Stauräume hast, dann die Leute dir auch vielleicht mehr Geld geben, wenn du sie im Laden verkaufst. Das heißt, später ist es so, dass ein Item, was, keine Ahnung, 100.000 Geld dir einbringen würde, kannst du Items kaufen, wo der Kunde aus freien Stücken das Doppelte zahlt. Und zwar immer, aus reiner Kundenzufriedenheit. Und das ist eben ganz cool, weil du kannst ein bisschen auch das Ganze verbessern. Ja, mehr ist es nicht. Mehr ist es nicht, ist auch kein Vollpreisspiel, kostet glaube ich 20 Euro. Ich habe es im Sale für, glaube ich, 12 gekauft oder 15, ich bin mir nicht mehr sicher. So, und jetzt gehen wir hier nämlich rein. Es gibt am Anfang nur einen Dungeon, das ist der hier, der Golem Dungeon. Und jetzt machen wir mal ein bisschen Party. Party, Party, Disco, Disco. Und ein bisschen Schlitzi, Schlitzi. Dass der Golem nicht lachen hat. Vielleicht schaffen wir es auch in einem Ritt, wage ich aber zu bezweifeln, weil wir müssen direkt unsere Waffe hier am Anfang stärken. Das Spiel ist schon so aufgebaut, dass man das beim ersten Mal nicht gleich schafft, durchzujacken und dann den Endboss auch sofort zu legen. Und jetzt Gameplay. Wir können mit der Kreistaste schön ausweichen und über Abgründe springen. Mit X greife ich an und ich kann auch mit Viereck-Button gedrückt halten eine besondere Aufladeattacke machen. Ich kann mit Dreieck hier ins Menü gehen und das wird man auch sehr oft machen. Und wir haben jetzt hier einen Talisman, mit dem könnte ich jederzeit zurück, indem ich hier L2 gedrückt halte. Schaut mal unten rechts.
wenn ich das jetzt gedrückt halten würde und ich es schaffe, auch während des Kampfes, dass der Balken sich auflädt, komme ich sofort instant zurück zu meinem eigenen Zuhause und kann alle Sachen, die ich bekommen habe, mitnehmen. Wenn du im Dungeon stirbst, verlierst du all deine Sachen bis auf die hier oben. Also wenn du Angst hast, aber irgendwie noch ein bisschen weiter möchtest im Dungeon, weil dich die Gier packt, dann nimm zumindest deine wertvollsten Items und hau sie hier oben rein, dass im Falle eines Ablebens du zumindest die noch behalten darfst. Das ist auf jeden Fall der wertvollste Tipp, den ich hier auch geben kann, weil sonst ärgert man sich. Das Spiel ist aber jetzt nicht so schwer, dass man da richtig auf die Mütze bekommt, also von daher sollte es erstmal keine Schwierigkeiten machen. Und man darf sich hier auch nicht allzu lange aufhalten, weil sonst kommt eine große grüne Schleimkreatur und wird dich verfolgen. Ja, tatsächlich. Man kann sich hier nicht Ewigkeiten Zeit lassen. Hat also auch ein bisschen Zeitdruck. Kriegt man aber auch erst später im Spiel mit. So, und kann es sein, dass die Textgeschwindigkeit auf sehr langsam gestellt wurde? Kann ich nochmal auf Option, ja. Ne, die ist schon auf schnell. Die ist auf schnell. Dann lassen wir so, wie es ist. Das kam mir gerade nur sehr langsam vor. Und wir werden hier alles erkunden, ne? Ja, meine Lieblingswaffe ist auf jeden Fall der Speer, weil der eine sehr hohe Reichweite hat. Und ich damit Gegnern auch viel, viel einfacher zu Leibe rücken kann. Gerade diese Schwerttypen, die waren am Anfang... Oh, den habe ich gar nicht gecheckt. Weil es gibt nämlich später auch Begleiter. Und ein paar Begleiter sehen genauso aus wie dieses grüne Etwas. Da habe ich mich jetzt zu sehr dran gewöhnt. Oder das Schwert brauche ich. Dieses zerbrochene Schwert. Ja, und was haben wir jetzt hier gesehen? Perfekt. Das sind Items, die ich brauche, um eine bestimmte Waffe mir herstellen zu können oder eine bestimmte Ausrüstung. Die sollte ich also nicht so leichtsinnig verkaufen oder verdonken. Und hier, diese roten Symbole oben rechts, das ist nochmal eine nette Kleinigkeit, die das Spielgefühl, ja, bei dem Spieler so ein bisschen für Abwechslung sorgen sollen. Weil das gibt an, wo das Item sich in deinem Itembeutel befinden muss. Ja, so zwei weiße Striche von oben nach unten heißt, ich muss es an die Seite packen. Entweder links oder rechts. Und das hier, das heißt, ich muss das Item oben oder unten hinlegen. Also wir haben tatsächlich Bedingungen. Sonst kannst du das Item nicht mitnehmen und musst es dann vielleicht dann doch schon irgendwie vorher verkaufen. Auch das, interessante Spielmechanik. Später könnte es sich als sehr störend herausstellen. Hat jetzt aber nicht wirklich so viel beigetragen, für dass ich sage, ja geil, das muss hier in dem Spiel unbedingt mit rein. Hat aber auch das Spielgefühl nicht verschlechtert. Also ja, kann man machen. Ist nur so eine kleine Abwechslung, die lockert so ein bisschen die Dungeon-Erkundung auch auf. Komme ich also mit zurecht. So, jetzt muss ich hier aufpassen, dass ich da nicht drauf laufe. Und sehr viele Schleime, aber ich habe ja Gott sei Dank einen super Powersprung hier. Ich kann ja rollen. Später sind statt der roten Pfützen auch grüne Pfützen. Das sind dann so Gift-Sachen und die möchten wir erst recht nicht haben. Ja, und der Gegner hat die Angewohnheit, dass er Items nimmt und davontragen möchte. Was aber auch nicht wirklich wild ist, weil solange der nicht abhaut, alles in Ordnung. Und irgendwann bekomme ich nochmal ein weiteres Item. Die Frage ist nur, wo ist das? Weil ich muss auch Sachen verkaufen können im Dungeon selber. Das habe ich bisher noch nicht freigeschaltet. Und ja, ich kann hier abstürzen. Manchmal ist es auch so, dass man nicht abstürzt und ins Bodenlose fällt. Manchmal fällt unser Will auch in einen geheimen Raum. Wir können mal gucken, ob das hier irgendwo ist. Hier auf keinen Fall. Ich springe hier nochmal runter. Auch nicht. Ja, jetzt nicht denken, da, was macht denn der Typ da? Du kannst doch da nicht immer runterfallen. Ist doch klar, dass du dann deine Lebenspunkte verlierst. Nee, so klar ist das hier nicht, weil irgendwann gibt es einen Raum, der unter diesem Hauptdungeon noch liegt. Und da könnten auch wertvolle Schätze drin sein. Wird manchmal auf der Karte auch angezeigt. Hier zum Beispiel. Da wird angezeigt, da ist es ja grün. Das ist jetzt so eine Art Geheimraum. Ich könnte jetzt hier
in einen Schleimbereich gehen und dort eine seltene Waffe bekommen, die aber nur einmal benutzt werden darf. Lohnt sich nicht, möchte ich euch jetzt noch nicht zeigen. Wir spielen hier erstmal ganz normal weiter. Und versuchen mal, bis zum letzten Gebiet zu kommen, dass wir hier alles ein bisschen looten können. Da oben ist auch eine Truhe, die holen wir uns ebenfalls. Man muss auch nicht jeden Gegner besiegen. Also wir haben jetzt das Problem, dass die Türen noch verschlossen sind. Aber die sind nicht immer verschlossene. Es reicht auch oft, dass du die Gegner ignorierst. Und dann woanders hingehst, dass man jetzt wirklich nicht jeden Gegner immer kleinstlich besiegen muss. So, wir gehen mal nach oben. Hier zum Beispiel. Die Schleime muss ich nicht besiegen, mache ich auch nicht. Und ich gehe einfach mal weiter. Ja, und das ist, denke ich, auch klar. Wir haben ja ein heilendes Bächlein. Da wird dann unsere Lebenspunkteanzeige nochmal komplett regeneriert. Die müsste ich jetzt auch nicht besiegen, aber ich stehe blöd. Es kann ja auch sein, dass bestimmte Gegner auch bestimmte Items haben, die ich brauche, um dann meine Waffe aufzustärken. Ja, das war jetzt auch ein Fail leider. Und dann haben wir auf jeder Ebene immer einen Gegner. Der einen Boss darstellt. Der erste war noch sehr, sehr einfach, sehr, sehr simpel. Und was man auch wissen muss, eine Waffe hat im Normalfall immer so eine Dreier-Kombo. 1, 2, 3. Dann macht Will kurz eine Pause und dann macht er wieder von vorne die Attacke. Der dritte Schlag ist immer der heftigste. Also man sollte schon versuchen, so zu stehen, dass man immer diese Dreier-Kombo auch durchbringt. Wer auf den Schaden geguckt hat, dem wird das bestimmt schon aufgefallen sein. Also das ist auch so eine nette Mechanik, dass man immer wieder aufpassen muss. So, und jetzt haben wir hier endlich das Item, was wir brauchen, was wir immer wieder benutzen werden sollten, nämlich einen Anhänger. Hat den Vorteil, mit dem Gegenstand muss ich nicht immer aus dem Dungeon raus, um die Items zu verticken. Weil wer sich jetzt gefragt hat, naja, aber was mache ich denn, wenn der Platz im Beutel zu klein ist? Dann machst du einfach diesen hier und schickst einfach alles direkt zu dir nach Hause und verkaufst es auch instant. Natürlich hat das hier einen Nachteil, welchen könnt ihr euch schon denken? Alles, was ich über diesen Wege verkaufe, bringt mir nicht so viel ein an Geld. Das ist, denke ich, klar. Es muss ja einen Nachteil haben. Aber was man auch machen kann, man könnte jetzt oben links im Beutel wird ja angezeigt, wie viel Geld wir bekommen, wenn wir es auf diese Art und Weise verticken. Das heißt, wenn man schlau ist, könnte man es Folgendes machen. Ich mache mal hier, wobei ich will es nicht verkaufen. Jetzt habe ich... Ich bin nicht schlau. Ich hätte vorher schon mir einen Gegenstand aufbewahren sollen. Aber wir werden ja hier gleich wieder neue Sachen kriegen. Und ihr seht schon, die halten viel mehr aus. Oh, ich bin tot! Ich habe jetzt überhaupt nicht auf die Lebenspunkte geachtet. Wie krass ist das? Das passiert, wenn man nämlich mit dem Labern beschäftigt ist. Ja, das Ding ist nämlich auch, dass wenn man vorher schon gespielt hat, hat man wesentlich mehr Schläge ausgehalten. Das war jetzt wirklich eine Überraschung. Ich habe komplett nicht auf die Heilung geachtet, aber ist auch überhaupt nicht schlimm. Da fängst du hier nochmal an. Es ist nur dann schlimm, wenn du wirklich alle Items verlierst. Und du nochmal von ganz vorne starten musst. Also immer auf Nummer sicher gehen und dann irgendwas anderes raus. Jetzt habe ich aber hier oben, glaube ich, doch alle Items verloren. Das ist ein Ei. Das muss ich auf jeden Fall retten. So, jetzt mal aufpassen. Ich werde mal das grüne Kräutchen hier raushauen. Das gibt uns 3. Läppische 3. Mal sehen, was das Schwert mir einbringt. Mal 2. 551, also 250. Es kann sein, dass das schon 500 kostet. Das werden wir direkt mal nachher testen. Wenn ich das Schwert jetzt nochmal finde, werde ich mich direkt zurück teleporten und versuchen, es zu verkaufen. Weil ich habe das vorher noch nicht einmal getestet, ob das Ganze so funktioniert, wie ich mir das hier vorstelle.
Also zwei Schwerter bringen 550, eins gibt dann 275. Meine Vermutung ist, dass ich durch den Verkauf hier im Dungeon nur die Hälfte von dem bekomme, was ich im Laden kriegen würde. Das ist meine Vermutung. Also vielleicht kostet sonst ein Schwert ja trotzdem 500. So, und hier muss ich jetzt kämpfen. Das passt mir überhaupt nicht. Aber noch sind die Gegner sehr einfach, dass wir hier keine Schwierigkeiten haben sollten. Ja, und die Hand. Was hatte ich mit dir für einen Schaden gemacht? Und die ist auch kein so harter Gegner. Hat mich nur sehr aalglatt angestellt. So, jetzt hat sich die Tür wieder geöffnet. Auch hier könnte ich nach unten gehen, mache ich aber nicht. Ja, ich habe oben das eine blinkende Skelett mit der Notiz, habe ich nicht übersehen. Hier zum Beispiel, hier kann ich auch nach unten. Und hier könnte jetzt was Cooles sein. Nein, das war nur eine offene Truhe. Ich glaube, hier konntest du irgendwas hinsetzen. Und es wird sofort nach Hause gebracht. Oder? Ja, perfekt. Also nutzt das. Das sind dann auch gute Möglichkeiten, um nochmal schon vorher Gegenstände zu saven, wo man Angst hat, dass man die verliert. Und so ein Ei, natürlich geil, weil in den Eiern sind Begleiter drin, die für dich auch diverse Effekte in dem Dungeon haben. Sowas wie, dass der Golem, wenn ich das Ei ausbrüte, auch auf Gegner sich stürzt und ihn attackiert oder mich schützt oder einen Verbrennungseffekt mit einfügt. Ja, da gibt es sehr, sehr viele Möglichkeiten. Muss man ein bisschen ausknubbeln und rumprobieren und natürlich auch auf Eiersuche gehen. Aber es ist ein cooles Feature. Ich mag das, wenn du so kleine Begleiter noch an die Seite bekommst. Und jetzt haben wir hier das Dungeon auch schon geschafft. Ich brauche aber trotzdem Schweigen ab. Ich brauche aber trotzdem, ja, wollte ich den Satz noch zu Ende führen, habe ich ja vergessen. Irgendetwas Unnützes wollte ich noch sagen. Das Schwert, glaube ich, genau das wollte ich sagen. Ich brauche hier noch dieses eine abgebrochene Schwert, um den Vergleich machen zu können. Wobei, brauchen wir auch nicht. Wir könnten auch direkt mal zurück und dann nochmal ins Dungeon reingehen. Wir werden ja nach und nach sowieso stärker. Mache ich mal, weil wir haben ja auch was anderes bekommen, nämlich das hier. Ich kann es ja splitten, ne? Und mal gucken, was jetzt passiert. Ich verkauf mal nur das eine. 163, das merke ich mir mal. Und jetzt gehe ich mal aus dem Dungeon wieder raus. Das war ja erstmal nur so der erste kleine Test. So, jetzt kriegen wir hier nochmal eine Zusammenfassung. Es gibt auch gar nicht so viele Gebiete, also eins noch und dann nochmal ein Gebiet. Es gibt immer nur drei Ebenen und nach der dritten Ebene kommt sofort der Endboss. Und das finde ich gut. Ich finde es gut, dass das nicht so in die Länge gezogen ist, dass man da so, keine Ahnung, 30 Ebenen nach unten muss und die Ebenen immer größer werden, so in aller Diablo-Manier. Weil so viel zum Looten gibt es ja hier sowieso nicht. Das ist angenehm flüssig, dass man einen guten Wechsel hat zwischen Erkundung und auch Item verkaufen. Das ist wirklich sehr, sehr gut. Und da oben ist auch schon das Ei. Das braucht jetzt ein bisschen, bis es ausgebrütet werden kann. Und ich gehe direkt mal zum Schmied und frag mal, na André, hast du irgendwas, wo ich jetzt meine Waffe stärken kann? Ja. Aber mir fehlt noch ein Item, weil das habe ich nämlich schon bekommen, das kann ich von der Wunschliste lösen. Wir hatten nämlich Glück, dass da ein Speer tatsächlich als Loot auch hinterlegt wurde für uns. Riesengroßes Glück, aber ich kann mir das zumindest herstellen, mache ich auch. Perfekt. Kann ich also von der Wunschliste direkt wieder lösen. Und mal gucken, ob ich mir noch was anderes herstellen kann. Nein, für den anderen Kram reicht es nicht. Jetzt müsste ich es bloß noch schaffen, das aufzuwerten, aber fürs Aufwerten brauche ich diese roten Erze, die ich allerdings noch nicht habe. Doch zwei Stück habe ich. Nur läppische zwei. Naja. Dann nehme ich mal alles das, was ich nicht brauche, wieder hier zurück. Das hier, das hier, das hier. Einmal das auch noch. Ja, es muss ja hier nicht alles voll sein. Und das brauche ich ja auch nicht mehr. So, und jetzt wollten wir ja gucken, was das hier einbringt an Geld. Kristalle Energie plus 1.
Jetzt bin ich gespannt. Keine Angst, wir werden uns auch hier nicht lange aufhalten, denn das ist ein bisschen zeitintensiver. Das ist nur, damit ihr es einmal gesehen habt. Und dazu brauchen wir auch den Tag. Das heißt, ich muss schlafen gehen. Dabei speichert das Spiel ab. Und wenn ich jetzt das Spiel hier wieder schließen würde und dann neu starte, fange ich genau an der Stelle ab. Also wann immer ihr jetzt eure Sachen verkauft, das dauert ja schon ein paar Minuten, vergesst nicht abzuspeichern, sonst habt ihr das Problem, dass ihr das dann nochmal verkaufen müsst. Ich mache mal einen Einzeltest. Das ist jetzt hier nur zu reinen Vorführungszwecken. Wir schauen mal auf das Buch, wo das Item steht. An welcher Position hier? Es ist auf Position 23. Wir wissen, der kleinste Preis ist 11. Es ist irgendwo aber in der Mitte, also zwischen 1540 und 11. Wir haben gesehen, im Dungeon konnten wir es für ungefähr 160 verkaufen. 160, deswegen machen wir mal Folgendes. Wir werden mal hier den doppelten Preis jetzt nehmen, dass wir da bei 320 sind. Und den hier drüben, den werde ich mal für 500 verkaufen. Das ist nämlich dann der dreifache Wert. Was kann jetzt passieren, wenn der Kunde das eine Item für 320 kauft und Gold in den Augen hat? Dann weiß ich, das ist immer noch zu billig gewesen. Deswegen, das ist der perfekte Test. Jetzt bin ich mal gespannt, was passiert. So, wir öffnen unsere Pforten. Der erste Kunde kommt. Und mal sehen, was er macht. Er begutachtet das Item. Oh, selbst das war schon zu günstig. Nein, mach's teuer, mach's teuer. Ah, wir haben es immer noch zu günstig verkauft. Krass. Das ist eine kleine Überraschung gewesen. Das heißt, es ist sogar so schlecht im Dungeon, das zu verkaufen, dass es weniger als ein Drittel des eigentlichen Umsatzes einspielt. Das ist ja wirklich mehr als interessant. Aber da bedarf es weiter Testungen. Ich habe das vorher wirklich noch nie getestet, noch nie darauf geachtet, aber es ist natürlich eine sehr, sehr effektive Möglichkeit, schon im Vorfeld herauszubekommen, wie viel denn ein Item eigentlich an Wert hat, dass man gar nicht lange rumtesten muss. Aber das Schwert hier, wir haben es ja bekommen. Dann machen wir mal den Test weiter, denn das war ja für 250, richtig? Wir machen mal den vierfachen Wert. Wir haben ja zwei Schwerter verkaufen können für ungefähr 500 und da wird ja wohl ein Schwert mindestens 750 einbringen. Mal gucken, ob das für 1000 über den Tisch geht. Auch hier nochmal der Vergleich in unser schönes Notizbuch. Wo steht denn das abgebrochene Schwert überhaupt? An welcher Position? Oh, das ist sehr weit oben. Könnte hinkommen. Es ist nicht ganz maximal 1540. Tatsächlich könnte es für 1000 über die Theke gehen. Mal sehen, was der alte Mann sagt. Und er geht weiter. Und die Frau? Zu teuer. Sie sagt, das ist zu teuer. Geht's noch? Es ist also doch nicht einfach nur das Vierfache. Ich mach mal hier 750. Weil das wäre ja wieder so der dreifache Preis. Vielleicht kauft ja der Opa trotzdem. Ne, das war zu günstig. Also es ist wie vorhin, der dreifache Betrag, der ist zu günstig, der vierfache ist aber zu teuer. Also irgendwas zwischen dem dreifachen und dem vierfachen wird es wohl sein. Also immer noch ein bisschen draufklatschen, ein paar Prozente. Dann machen wir hier einfach 850 und das sollte dann nämlich auch passen. Und so kommt man eben Stück für Stück dem Preis etwas näher. Also dem Preis, den der Kunde bereit ist, auch in der Tat zu zahlen. Das müsste jetzt passen, oder? Ja, perfekt. Hier Smileys. Haben wir schön ein paar Smileys. Hier im New Game Plus lohnt sich das aber trotzdem nicht zu verkaufen. Weil ihr seht ja, mein Guthaben liegt bei 600.000. Da ist das, was ich hier mache, sowieso mega unsinnig. Es macht wirklich keinen Sinn, diese Billig-Items zu verkaufen. Das frisst ja alles nur Zeit. Für die Platin-Trophäe, okay. Da muss man das ja machen. Aber mir reicht es erstmal so aus. Ich gehe nochmal ins Dungeon mit euch zurück. Denn das ist ja genau das, was wir auch haben und sehen wollen. Wir haben jetzt 5000 bekommen, aber das ist ja egal.
Das ist komplett egal und ich nehme die Items auch alle mit ins Dungeon, weil die werde ich nämlich vor Ort wieder verkaufen. Und dann heißt es, looten und hoffen, dass wir irgendwo was finden, dass unsere Waffe gestärkt werden kann. Ich muss nochmal schauen, was ich brauche. Ich brauche für die Waffe irgendein Item, was ich noch nicht entdeckt habe. Und das kostet dann 22.000. Ja, wer hätte es gedacht? Man muss also, wenn man schon vom New Game Plus anfängt, ist es ratsamer, sich vorher ein paar Millionen anzuhäufen. Das geht auch mit in die strategischen Überlegungen ein. Also wenn man das Spiel abschließt, dann versucht ruhig, bevor ihr in das New Game Plus geht, euch ein paar Millionen zusammenzusparen. Und das geht tatsächlich. Das ist gar nicht so schwer, weil in dem kostenfreien Update Between Dimensions bekommt man ganz zum Schluss so viel Geld, dass sich das allemal lohnt, vorher ein bisschen zu farmen, dass man es hier am Anfang einfacher hat und nicht jedes Item wie beim Spielbeginn komplett verkaufen muss. Also ist quasi unwichtig. Und das hier, ja komm, das kann ich auch verticken erstmal. Brauche ich alles nicht. Kann ich alles verkaufen. Jetzt haben wir zumindest eine bessere Rüstung bekommen. Und jetzt versuchen wir mal etwas weiter zu gelangen. Ich werde mich hier ein bisschen besser konzentrieren. Und ich achte auch nicht auf die Items. Außer natürlich, ich bekomme genau das, um meine Waffe zu stärken. Und die roten Dinger, das ist das Wichtigste. Das müssen wir genau mitnehmen. Die werde ich hier schon mal nach oben packen. Ich wundere mich nur, dass ich vorhin die Items verloren habe. Ich glaube, das lag daran, dass uns dieser große Handschuh getroffen hat. Der hat nämlich dafür gesorgt, dass wir vorher die Items verloren haben. Und dann sind wir gestorben und konnten eben die verlorenen Items natürlich nicht mitnehmen. Nochmal ein Speer. Das ist auch interessant. Kann das sein, dass der Skelett oder das Skelett uns genau die Waffe gibt, die wir auch ausgerüstet haben? Das ist quasi erkennt, mit welcher wir spielen. Das hier kann auch manchmal passieren, dass man schon mal in ein Biom kommt, was erst später für dich Relevanz hat. Also ist schon mal, ja, sehr schön zu gucken, was denn später in einem Dungeon so kommen wird. Das war ein kleiner Einblick in das Waldbiom. So, und über die roten Erze freue ich mich ganz, ganz besonders. Immer her damit. Und den Rest verticken. Hier verticken, verticken, verticken. Brauchen wir alles nicht. Aber das brauchen wir. Weil das brauche ich zum Stärken. Ihr solltet euch mindestens so einmal eine Fünferfuhre auch sparen. Ja, wenn es geht, immer einen Platz mindestens für diese roten Erze einplanen. Weil ihr braucht das zum Stärken. Zum Enhancen. So, und hier muss ich alle besiegen, sonst komme ich nicht weiter. Das Spiel ist aber trotzdem an sich nicht ganz so schwer. Dass ich jetzt sagen würde, es ist ein Invoke-like-Titel. Kann ich nicht bestätigen. Und das ist ein Item, das kann einen negativen Effekt oder nicht einen negativen Effekt, irgendein rotes Symbol entfernen. Wenn ich es hier hinsetze, kann ich das damit identifizieren. Schön, haben wir das auch gelüftet, das Geheimnis, was darunter sich befindet. Werde ich aber dennoch alles verkaufen. Ich brauche es ja nicht. Und die setze ich mal woanders hin. Und den Speer brauche ich auch nicht, weil den haben wir ja schon einmal. Ein zweites Mal brauche ich ihn nicht. Nimmt nur Platz weg. Das heißt, ohne mit der Wimper zu zucken, einfach tschüss. Tschüssikowski. Ich brauche Geld. Und hier könnte ich auch vorbeiziehen. Die brauche ich auch alle nicht. Aber wenn wir schon mal hier sind... Ja, ein Speedrunner, der würde jetzt sagen, warum machst du das? Warum machst du das und besiegst die? Geh doch einfach weiter, du musst sie gar nicht besiegen. Ne? Der wäre schon nicht mal in diesen Raum gegangen. Wenn man von vorne bis hinten einfach durchwaschen möchte, dann ist man hier an der Stelle ja eh schon froh, das zu sehen. Weil wenn wir diesen Tümpel gefunden haben, dann wissen wir sind ja schon in der Nähe eines Bosskampfes. Und damit ist er auch schon weg vom Fenster. Und jetzt muss ich aufpassen. Jetzt habe ich wieder das Problem, dass ich sehr, sehr viel Schaden bekomme. Also, die zweite Ebene, die werden wir sehr wahrscheinlich schaffen.
Die dritte könnte dann zu hart werden. Da muss ich dann abbrechen. Ne? Nochmal nach Hause gehen vorher. Ihr seht schon, die halten auch viel mehr aus. Aber da haben wir uns noch gut aus der Misere befreien können. So, auch hier kann ich jetzt ein paar Sachen verkaufen. Ja, wenn ich jetzt schlauer wäre, könnte ich... Oh, das ist ein Ei. Das ist ein Ei. Das nehme ich auf jeden Fall mit. Das Ei ist natürlich viel wertvoller als die Items, die ich brauche. Sieht doch gar nicht so schlecht aus. Haben wir schon zwei Eier gefunden. Finde ich cool. Da könnten wir beim nächsten Mal auch eins mitnehmen. Und auch die müsste ich gar nicht besiegen, aber es ist einfach so immer drin. Das ist dieses blöde Gefühl, wenn ich schon mal hier unten bin, dann kann ich auch versuchen, die alle zu plätten. So, und jetzt kommt der zweite Golem. Der ist ein bisschen härter. Der hat auch viel mehr Lebenspunkte. Habt ihr gesehen? 2000? Oh, knapp. Ich wollte schon abhauen. Ich hab mir gedacht, komm. Ich probiere es. Und jetzt hau ich hier auf jeden Fall ab. Aber ich brauchte auch die Items. Wir müssen ja unsere Waffe stärken. Und ihr habt gesehen, der hat schon viel, viel mehr ausgehalten. Und jetzt habe ich zumindest zweimal die Items bekommen, die ich auch brauche, um meine Waffe aufzuwerten. Ja, und das ist jetzt eben hier das Ziel. Man muss eher versuchen, jeden Raum abzugrasen, in der Hoffnung, dass da auch ein bisschen was Cooles drin ist. Dann natürlich versuchen, keinen Schaden zu nehmen. Und wir sind ja auch im New Game Plus. New Game Plus ist ja jetzt auch nicht dafür bekannt, dass es einfacher wird als vorher. Das heißt, es ist auch normal, dass wir hier mehr Schaden nehmen. War fast ein One-Hit. Das war jetzt eine kleine Überraschung. Wir könnten jetzt nochmal runterschrauben, die Schwierigkeit. Dass wir auf normal spielen, zu reinen Vorführungszwecken. Natürlich auch hier wieder. Und ich brauche mehr Items. Ich sollte auch erstmal versuchen, meine ganzen Rüstungen hochzustärken. Es reicht noch nicht. Das ist sehr schade. Es reicht noch nicht, um das hier aufzumaxen. Ne? Aber wir hatten ja mal den Speer bekommen. Vielleicht können wir den noch ein bisschen enhancen, ne? Dass die Grund-ATK dadurch schon mal stärker wird. Spreche ihn nochmal an. So, verzaubern. Das könnten wir schon mal verzaubern. Damit nehme ich weniger Schaden. Das ist in Ordnung. Kostet nur 3 und 11.000. Auf alle Fälle. Und das mache ich damit. Hier braucht ihr euer rotes Erzchen. 2173 kostet der Spaß. Wollen wir das machen? Lohnt sich das? Ich glaube, das lohnt sich nicht. Die Waffe, die wir jetzt haben, ist schon stärker. Die ist stärker tatsächlich. Es würde jetzt nicht so viel Sinn machen. Ich muss erst einmal ein Upgrade schaffen. Ich mache mal Folgendes. Ich gehe nochmal ins Dungeon rein. Und dann crafte ich mir im besten Fall genau die Waffe, dass wir zumindest heute einmal diesen Golem noch besiegen werden. Und mal sehen, wie lange das dann dauert. Also ich werde hier ein paar Sachen verkaufen. Gehe nochmal in die Dungeons rein. Es wird ein bisschen dauern. Und dann sehen wir uns irgendwo gleich wieder. Ich denke, ich werde hier mal wieder einschalten, weil es ist nämlich Folgendes passiert. Unten links, da ist so ein grünes Auge. Ich habe jetzt hier ein Buch geklaut, was ich gefunden habe. Und jetzt verfolgt mich genau das Monster, was auch immer mich verfolgt, wenn ich mich zu lange im Dungeon aufhalte. Ich konnte meine Waffe ein bisschen stärken. Und jetzt, bevor ich jetzt zurückgehe,
Weil wir werden jetzt gemeinsam wieder spielen. Hier nochmal eine coole Mechanik, die vorhin so ein bisschen, na doch, müde belächelt wurde von mir. Aber das hier habe ich ja völlig vergessen. Es gibt ja auch dieses geniale, ja, kann man sagen, Gimmick. Hier steht's, bei Rückkehr wird Gegenstand in gezeigter Richtung zu diesem. Das heißt, wenn man Glück hat und man findet ein seltenes Item, und das ist ja genau das, das brauche ich ja auch fürs Hochwerten einer Rüstung oder einer weiteren Waffe, und das findet man nicht zu häufig, dann kann man ein Item, was aber an sich nicht so viel Geld einbringt oder auch sehr häufig im Dungeon vorkommt, dazu benutzen, um das eben daraus zu machen. Das ist ja das Geniale. Das heißt, wenn ich jetzt nach Hause gehe, mich dahin wieder zurück teleportiere, dann habe ich quasi 11-mal dieses Runenwerkzeug, was an sich wirklich selten ist. Das gleiche wie mit der Maske. Brauche ich ein paar Mal mehr und kriege ich jetzt gleich durch das Schleim 10-mal. Das ist eine richtig coole Mechanik. Diese seltenen Items findet man aber, glaube ich, nur in Truhen. Und auch diese Truhen sind nicht so oft vertreten, also es gibt auch bei den Truhen Unterschiede in der Rarität. Wir haben normale, dann gelbe und auch rote, und in den roten ist das coolste Zeug drin. Deswegen, ich werde jetzt hier einmal flüchten, bevor ich nämlich die ganzen Items verliere. Und jetzt gucken wir uns nochmal an, ob ich mir das Ganze nicht auch leisten kann. Da war nämlich perfekt die rote Truhe nochmal. Es kann sein, dass wir jetzt hier im New Game Plus auch mehr an diese Truhen bekommen. Und ich merke, ich bekomme hier richtig auf die Nase. Also ich muss aufpassen, ich brauche irgendwie eine höhere Verteidigung, höhere Lebenspunkte. Es reicht auf jeden Fall nicht mehr, mit der Ausrüstung zu zocken, die ich gerade habe, weil ich bin fast immer One-Hit. Und gerade ein Gegner, der dauerhaft mit, weiß ich nicht, so Wasserstrahlen schießt, ja, gefällt mir nicht. Muss ich aufpassen. Und ich nehme jetzt meinen ersten Begleiter mit. Da haben wir mal ein schönes, ja, nettes Haustierchen, was für uns die Items holt, wenn ich mal irgendwo weit stehe und nicht gerade rankomme, was aber auch sehr selten passiert. Ja, dann schön, ich habe mir die Waffe herstellen können, ihr seht's, hat auch ein bisschen was gekostet und ich konnte sie mir auch weiter aufstärken. Und jetzt passiert nämlich auch was Schönes, ich durfte mir, hier, geil, oder? Genau das ist nämlich passiert. Jetzt haben wir diese schönen Items bekommen. Oh, was ich aber auch sehe, das ist ja gemein. Hier war ja eine 9. Wir hatten 9, wo sind denn die hin? Die sind aufgesplittet. Ach, hier oben, okay, ich wollte gerade sagen, ich habe jetzt hier einen Haufen Items verloren. Weil wir hätten ja 11 Stück haben müssen. Das sind 1, 2, 3, 5, 6, 7, 10. Da fehlt doch eins. Da fehlt doch ein Item. Wir hätten mehr haben müssen. Das ist eine kleine Überraschung. Und bei denen hier hätten wir auch mehr haben müssen. Wir hatten doch 9 Schleime. Wo sind denn jetzt die ganzen Masken hin? Es wird anscheinend nicht 1:1 getauscht. Das ist aber eine Enttäuschung. Aber ist nicht schlimm. Ich bin ja trotzdem froh, dass ich da mir ein paar Wege in dem Dungeon spare. Es kann doch sein, dass ich hier ein paar Items bekommen hatte. Na egal, ich speichere die mir erstmal alle hier ab, dass ich das nicht verliere. So. Haben wir schon mal eine ganze Menge. Und die Aufstärkungserze, die haue ich auch hier rein. Ja, da haben wir doch eins der seltenen. Dann nehme ich meine Tränke wieder zurück und das Büchlein, das... Na, wobei, wir könnten es ja schon mal... irgendwo hier beim Tresen in der Nähe hinsetzen. Ich habe noch keine Ahnung, wie teuer das sein wird, aber spielt doch keine Rolle. Ich habe noch nicht ein bisschen verkauft. Aber ist alles nicht so schlimm. Das ist alles nicht so schlimm, weil ich habe ja noch genug Geld. Und jetzt geht's ans Craften. Und wenn wir das erfolgreich auch geschafft haben, können wir das erste Mal so richtig den Dungeon von vorne bis hinten auch gemeinsam einmal durchgehen. Das erste, was ich mache, ist die Waffe stärken. Man darf nämlich eine Waffe bis zu 3-mal stärken. 2-mal habe ich sie schon aufmaxen können oder aufwerten können. Maxen wäre wohl eine kleine Übertreibung. Und jetzt habe ich so viel Sachen, dass es ausreichen sollte für die dritte und letzte Verzauberung. Ja, es kostet 100.000, aber es ist eine sehr wertvolle Investition. Machen wir auf alle Fälle. Und damit war's das. Jetzt ist meine Waffe zumindest in dem Golden Dungeon das größte der Gefühle. Ich kann da nicht mehr rauskitzeln. Alles, was jetzt kommt, ist nur noch, ja, eigenes Zutun. Muss ich perfekt ausweichen und ein bisschen besser spielen. Aber die Ausrüstung... Ich brauche eine viel bessere Verteidigung, ich brauche mehr Lebenspunkte.
irgendwas, was der Typ hoffentlich mir auch herstellen kann. Ja, das kann ich mir zumindest schon mal herstellen. Auf jeden Fall nehme ich danke. Vielen, vielen Dank. Dann kann ich da schon mal zurück. Und für die Schuhe reicht es immer noch nicht. Es reicht immer noch nicht aus, aber es ist eine kleine Verbesserung. Die sollten wir auch nutzen. Ich hoffe, meine Erze reichen noch. Ich gehe nochmal auf Verzauberung. Ja, die Rüstung kannst du nur einmal aufwerten. Hat sie auch nicht so viel getan. Wobei, doch, ich muss sie ja einfach nur ausrüsten. Das habe ich mir vorhin auch vergessen. Ich habe vorhin komplett vergessen, mir die Rüstung anzulegen. Da muss ich mich natürlich auch nicht wundern, dass ich da nur einmal getroffen werden kann. So, und dann legen wir die ab. Die halten wir selbstverständlich in Ehren. Und wer sich jetzt fragt, warum ich denn hier immer diesen blöden Besen mitnehme? Naja, auch dafür gibt es eine Trophäe. Wenn du den Boss mit dem letzten Schlag und dem Besen killst, dann ist er nämlich weg. Aber ich glaube, ich kann während des Dungeons... Ich muss das gleich ausrüsten, weil sonst habe ich das Problem, dass ich nicht mehr hin und her switchen kann. So, und jetzt? Jetzt machen wir eine komplette Dungeon-Erkundung von vorne bis hinten. Ich habe 2x5 Tränke, das sollte ausreichen. Und jetzt heißt es alles oder nichts. Ich werde straight durchgehen. Wir werden keine Truhen looten, es sei denn, die liegen auf dem Weg. Und dann jacken wir einmal durch von vorne bis hinten und gucken, ob wir nicht bis zum Golem kommen und den dann auch ausknipsen können. Das wäre sehr schön. Sollte es zu schwer sein. Ich werde auch vorher abspeichern, denn ich will ja die Trophy haben. Da werde ich nochmal ein Save produzieren und das in die Cloud hochladen von der Playsy. Ja, ist zwar blöd, aber was willst du machen, wenn du jetzt hier nicht wirklich tausendmal das Spiel von vorne anfangen möchtest. Und ihr seht schon hier, die sind jetzt gerne mal One-Hit. Das ist sehr schön. Da haben wir schon mal die besten Items gefunden. Ich laufe auch gerne nach oben, weil die Wahrscheinlichkeit, dass oben in den Räumen genau der richtige Weg ist, ist auch sehr hoch. Ob wir jetzt alles verlieren, ist nicht so schlimm. Die Schleime können wir sein lassen. Boah, wir sind falsch. So viel zu den Wahrscheinlichkeiten. Da sind wir komplett mal falsch gelaufen. Aber egal. Was wir auch machen könnten, wir könnten, wenn wir irgendwo sehen, da ist noch eine Schleimtür, dann ruhig in die Schleimtür rein, weil da ist zumindest der Weg einfach. Der ist nicht verzweigt. Bei den Schleimbiomen ist es so, dass du meistens immer nur einen festen vorgegebenen Weg hast und den dann ablaufen kannst. Und dann kommst du irgendwann auch zum Endboss. Ich glaube, da kann man besser abkürzen. Ne? Muss aber auch nicht stimmen. Alle Angaben ohne Gewehre. So, das rote Erz nehme ich auf jeden Fall mit. Und rein in die gute Stube. Jetzt brauche ich noch ein bisschen mehr. Dann könnte ich mir das letzte Stückchen Ausrüstung noch holen. Die lassen wir auch sein. Und perfekt. Jetzt haben wir hier auch keinen Schaden genommen. Das Schutzschild ist nach oben. Und auch hier ausweichen. Und dann sollte der hier direkt auch schon mal weg sein. Und das ist ein ganz großer Unterschied zu vorhin. Der konnte noch nicht mal Hallo sagen oder sich aufregen, dass wir da sind. Der ist sofort weg gewesen. Und der zweite Golem, wo es vorhin noch sehr knapp war, der werdet ihr auch feststellen, der ist jetzt sehr schnell auch bestimmt down. Und das nach ein paar Minuten nur Rumspielerei. Also ich habe kaum was gemacht. Ich werde die mal kurz besiegen, weil es kann sein, dass ich mal zurücklaufen muss. Dann möchte ich es mir einfacher haben. Oh, hier werde ich schaden, doch nicht. Auch hier One-Hit. Ja, und bei den Waffen? Da nochmal eine Erklärung. Beim Schmied kannst du ja zwei Arten von Speere herstellen. Einer, der physisch mehr Schaden macht. Und einer, der halt nicht so viel an Damage rausprügelt, aber noch so einen netten Zusatzeffekt hat. Sowas, was ich jetzt auch habe, betäuben. Ich kann jetzt den Gegner betäuben. Und das hilft mir sogar bei den Golem-Kämpfen. Wer hätte es gedacht? Da gibt es ein paar. Die lassen sich ganz gut betäuben. Und wir haben ja vorhin gesehen, der hat sich ja immer so schön in den Boden, ne, gewarpt. Oh, jetzt muss ich aufpassen, was ich mache. Ich nehme das hier. Das geht gar nicht. Das muss an der Seite sein. So. Und jetzt geht er auch nach Hause. Ja, das ist okay. Damit komme ich hin. Ja, und auf einmal war der Golem, der sich teleporten konnte, gestunt. Und ich konnte ihn besiegen. Hat mich überrascht. Aber war ganz nett. Und die muss ich besiegen. Gefällt mir nicht.
Und die Schleime, die großen, sind auch sehr gefährlich. Weil die dich bewegungsunfähig machen können. Das ist ein ganz, ganz großer Nachteil. Und gerade in Verbindung mit dieser gewaltigen Schlaghand. Dann kreist dich nämlich dieser Schleim ein. Die Hand kommt und ballert dich direkt mal bis nach China. Das wollen wir nicht. Das wollen wir nicht. Deswegen immer erst den Schleim besiegen. Und wir sind hier falsch gelaufen. Ich glaub's gar nicht. Haben wir wieder den falschen Weg genommen. Aber das, was ich vorhin gesagt habe, scheint da hier überhaupt nicht zu stimmen. Also nie nach oben gehen ist immer der falsche Weg. Wie vorhin schon gesagt. Ja, also hört nicht auf mich. Passiert aber sehr unoft. Schönes Wort, ne? Unoft. Nicht so häufig. So, einmal Truhe öffnen. Auch hier schön Looty-Looty. Und wir haben Pech mit den Gegnern. Das gibt's ja gar nicht. Will man einmal hier durchrennen, dann scheinen wir uns permanent für die falschen Gebiete. Und ich sag nochmal, man darf sie auch nicht so lange Zeit lassen, denn irgendwann kommt der blöde Schleim und den willst du nicht haben in dem Endkampf und der folgt dir bis zum Endkampf. Deswegen immer schön versuchen, hier schnell aus der Misere zu kommen. Und wieder falsch, gibt's doch gar nicht. Da sind wir wirklich die ganzen falschen Wege abgelaufen. Das ist manchmal gar nicht so schlecht, weil wir auch immer Items brauchen und auch uns über Truhen freuen. Aber hier ist ja nicht das Ziel, nochmal Truhen zu finden. Hier ist das Ziel, ganz schnell den Boss zu finden und den eben zu besiegen. Hier können wir zumindest schnell durchspringen, das ist gut. Auch hier müssen wir uns mit denen nicht weiter aufhalten und können direkt mal in den heilenden Tümpel springen. So, und jetzt, da ist er. Das meine ich. Da war er nämlich kurz gestunt. Den hätten wir sonst nicht besiegt. Und jetzt muss ich mal wieder ein bisschen hier für Ordnung sorgen. Das löschen wir alles aus. Brauchen wir nicht. Den 10er, den werde ich mir aufsparen. Es kann ja sein, dass wir nochmal was Cooles kriegen. Ne? So, der kann weg. Und das eine Schwert. Ne, warte mal. Das machen wir mal ganz, ganz schlau. Nämlich so. Dann können wir das nämlich stapeln. Ja, ja, cool. Es ist eben schon eine coole Mechanik. Also, ist ganz nett, dass man auch so mal in dem eigenen Itembeutel so ein bisschen auch Mikromanagement betreiben muss. Kann man machen, habe ich in der Form auch noch in keinem Spiel gesehen, dass es da Bedingungen gibt, wie die Items zu liegen haben. Aber der coolste Effekt ist tatsächlich, das eine Item wird zu einem anderen Item. Das ist wirklich das Geilste. Man muss nur Glück haben, dass auf genau dem Item, wo man das auch braucht, dass da dieser Effekt drauf ist. So, schön. Haben wir eine gelbe Truhe. Sollte geiler Shit drin sein. So, den muss ich nach unten setzen, bevor der zerstört wird. Oder wir machen das so. Clever, wie wieder einmal sind. Ja, leider nur 5er Stapel, aber den könnte ich nach oben setzen. Das machen wir auch direkt und die Maske muss da bleiben, wo sie auch ist. Die Golem-Fibel bringt, glaube ich, sehr viel Geld ein. Ich lasse die mal drin. Ja, komm, haben wir doch ein bisschen alles weg. Dann gehen wir mal nach oben. Oh, der gefällt mir nicht, der macht nämlich viel Damage. Hatten wir Glück, dass er noch betäubt werden konnte. Weil den kannst du nicht gleich erwischen. Der muss erst angreifen und dann hat er ein kurzes Zeitfenster, dass du ihn schlagen kannst. Ich hoffe, der wurde besiegt. Ja, der wurde auch besiegt. Und auch schön, wenn man in einem Gebiet ist und vergessen hat, ein Item zu looten, dann ist das auch nicht sofort weg. Ist ja manchmal in Spielen so, du gehst in einen anderen Raum. Und dann ist auf einmal das Item weg, wie von Geisterhand. Ist hier nicht so, wenn du es liegen lässt, kannst du nochmal zurück und das erneut einsammeln. Was auch sehr schön ist. Ja, der Speer ist genial. Es gibt viele Gegner, die wirklich von Namen selber Schaden machen. Das muss man nicht haben. Nehmt euch einfach irgendeinen Speer mit. Und jetzt haben wir hier wieder das Problem, wir müssen viele, viele Items weghauen.
Es ist vieler Kram, den wir gar nicht brauchen. Das kann weg. Hier. Da haben wir wieder genauso ein geiles Item. Aber der Effekt ist leider auf dem falschen drauf. Ich brauche den hier. Setzen wir nach oben. So, damit kann nichts passieren. Ja, das T gibt an, dass der Gegenstand zerstört wird in der angezeigten Richtung. Ja, und jetzt wird's spannend. Wir gehen mal nach oben. Und da ist er, der Golem. Und ich wollte abspeichern. Ich habe hier vergessen abzuspeichern. Weil, wie gesagt, es gibt ja eine Trophäe, dass wir hier keinen Schaden nehmen. Aber ich glaube, da würde ich eher nochmal ein Spiel anfangen und auf der normalen Schwierigkeitsstufe starten. Ich werde den hier jetzt noch nicht besiegen. Also ihr seht, der ist jetzt nicht schwer. Und so sind halt auch alle Gegner. Die sind wirklich alle nicht so super schwer. Auch wenn ich jetzt hier Schaden bekomme, ich kann mich hier aufheilen. Konzentriere mich auch super schlecht. Ich springe auch super schlecht vorbei. Muss immer nur warten, bis dann der Schatten zu sehen ist. Und jetzt geht das Ganze hier weiter. Also meine Stärke ist schon so gut, dass ich mich gar nicht mehr groß auf den konzentrieren müsste. Ich werde aber dennoch jetzt gleich flüchten. Nee, nicht besiegen. Ich will nicht besiegen. Ich hau lieber ab. ich hau lieber ab, denn ich will die Trophy haben. Aber so ist das Spiel. Das war der Endboss und die hätten wir auf jeden Fall gelegt. Ich hatte noch so zwei Heiltränke. Hätte mich auch aufgeheilt, auf jeden Fall. Hätte gereicht, um den zu besiegen. Und dann hätte ich das nächste Dungeon freigeschaltet. Aber wenn ich schon New Game Plus spiele, versuche ich natürlich auch in erster Linie jetzt nochmal die Trophäen zu holen. Ich mach hier nochmal einen Schnitt, gehe auch nochmal rein, stelle auf die Schwierigkeit normal zurück und dann mal gucken, ob das Sinn macht. Ob der Gegner dann wirklich einfacher zu legen ist oder dann doch nicht. Vielleicht ist auch die Trophäenjagd im New Game Plus nicht ganz so clever. Vielleicht müsste man wirklich nochmal von ganz vorne spielen und dann auf der Schwierigkeit normal die Bosse legen. Ob das cleverer ist, ich weiß es nicht. Ich habe leider online dann noch nicht nachgeschaut, aber ich will die Trophies haben und die hole ich mir jetzt auch gleich. Also ich versuche zumindest mal, dann haben wir es heute in der Folge auch mal gesehen, ob sich das denn lohnt und auch Spaß macht. Das ist zumindest noch eine kleine Anforderung, denn kein Schaden nehmen bei einem Bosskampf kann dauern, aber dafür gibt es ja ein paar schöne Cloud-Save-Files. Und das macht man so, wenn du auf der dritten Ebene bist. Wir haben eine neue Funktion, nämlich in dem Spiel, habe ich euch noch gar nicht vorgestellt, das Händler-Emblem. Und zwar ist es so, wenn du das benutzt im Dungeon, öffnet sich ein Portal und du kannst nochmal in die Stadt zurück. Das habe ich jetzt vergessen, das war ziemlich dumm von mir. Ich hätte also, bevor ich in den Bossraum gegangen bin, hätte ich dieses Portal öffnen können. Dann hätte ich in aller Ruhe meine Items verkaufen können, ein Save-State machen können und dann hätte ich immer wieder von vorne versuchen dürfen, diesen Boss zu legen. Das ist die beste Strategie, um nicht immer wieder von oben bis unten alle Dungeons oder Ebenen abforsten zu müssen. Weil wenn du es nicht schaffst, kriegst du einmal Schaden, lädst du den Spielstand nochmal neu von deiner Cloud im PlayStation-Profil, gehst durch das Portal, was du dir gerade eben gesetzt hast, bis sofort beim Boss und kannst den nochmal von vorne looten. Oder versuchen, die Trophy zu holen. Das ist jetzt der Plan, den versuche ich in die Tat umzusetzen und dann sehen wir uns hier gleich wieder. Okay, wir fangen jetzt an, mal die Challenge ein bisschen zu machen. Wir lassen den einmal angreifen. Mal gucken, was der macht. Der macht erstmal so ein bisschen Stein-Action. Ich habe hier Zeit anzugreifen. Und jetzt kommt nämlich sein Strahl. Und da versuche ich ein bisschen auszuweichen. Das war hier. Das war ein Fehler. Er zieht ihn zurück. In dem Moment, wo er das zurückzieht, habe ich Schaden genommen. Ich könnte jetzt auch auf komplette Batterie setzen, dass mein Begleiter Schaden macht.
Aber geht, ich finde, es ist jetzt nicht so schwer. Aber wir haben Schaden genommen, das heißt, ich kann das Spiel direkt mal schließen und hoffe, dass das Spiel auch nicht gespeichert hat. Vielleicht muss ich ja gar nicht jetzt in meinen gespeicherten, hochgeladenen Spielstand von der Cloud nutzen, dass hier einfach kurz Spiel verlassen ausreicht. Ich denke nicht, dass man, oder könnte man auch vom Spiel aus das Spiel schließen? Vielleicht spart man sich damit sogar noch mehr Zeit. Das können wir nachher nochmal testen. Das wird ja nicht der erste und auch letzte Fail sein. Ja, also wir machen jetzt eben die Challenge, dass wir keinen Schaden nehmen. Deswegen werde ich jetzt mal probieren, wie lange das Ganze dauert. Ich habe auch auf der Stufe normal jetzt runtergestellt. Und leider fehlt mir immer noch der Vergleich. Wie sieht's aus, wenn wir nicht New Game Plus spielen? Vielleicht ist es dort sogar noch einfacher, dass man gar nicht so Ewigkeiten braucht. Ich glaube, ich fange dann nochmal von vorne an, um es einfach mal zu testen. Ne? Weil wenn es dann wirklich dadurch einfacher wird, dann machen wir uns das Leben auch dementsprechend einfacher. Wir starten hier zumindest vom Bett. Und das Portal ist immer noch da. Solange das Portal da ist, ist es in Ordnung. Das heißt, ich werde, wenn ich jetzt wieder hier versagen sollte, nochmal das Spiel in-game beenden und dann mal gucken, ob das abgespeichert wird oder nicht. Aber ich glaube nicht. Wenn ich hier im Dungeon bin und rausgehe aus dem Spiel, dann müsste die Info kommen, bist du sicher? Du hast ja das Spiel nicht gespeichert. Alle vorhandenen Sachen, die du nicht abgespeichert hast, gehen verloren. Dann drücken wir auf OK und damit dürften wir uns ein bisschen mehr Zeit auch sparen. Na, mal gucken. Muss ja alles getestet werden. Könnte aber eine sehr, sehr nervige Trophäe werden. So, ich werde hier rausgehauen und dann rolle ich auch direkt mal ins Dungeon rein. Time for the Endfight. Da ist er, Golem. Man muss einfach nur die Zeitfenster nutzen. Der ist eben nicht so schwer, aber es ist so die Ungeduld, die man hat. Ich habe Schaden bekommen, weil er mich vorne erwischt hat. Das war eine Überraschung. Der haut normalerweise immer irgendwelche... Welche Steine so wie jetzt raus? Gehen wir nochmal ins Hauptmenü. Fortschritt geht verloren, das ist in Ordnung. Ist kürzer, oder? Na, dann spare ich mir das Ganze. Dann muss man ja gar keinen Spielstand hochladen. Dann ist das ja völlig unnötig. Man darf nur nicht aus Versehen den Golem besiegen. Ich weiß nicht, was dann passiert. Vielleicht ist es so, sagen wir mal, du schaffst den ohne Schaden zu nehmen und der letzte Schlag, da trifft er dich aber vorher, warum auch immer. Dann ist der besiegt und was dann, wenn dann das Spiel blöderweise abspeichern sollte, hätte man ein Problem, aber ich weiß es nicht. Wahrscheinlich kann man dann immer noch das Spiel beenden und dann, so wie jetzt auch, raus aus dem Spiel und von vorne starten. Auch hier ist das Portal noch da. Okay, dann machen wir es auf diese Art und Weise. Ja, dann werde ich jetzt so lange das probieren, bis wir hier einmal gesehen haben, wie das Ganze aussieht, wenn wir die Trophäe holen. Und dann mal gucken, ob das dann von Erfolg gekrönt sein wird und vor allem, wie lange das dauern wird. Aber das ist zumindest noch eine Sache, da freue ich mich dran. Ich habe immer Bock, sowas zu testen. So einen perfekten One. Ein Durchlauf, kein Schaden nehmen. Irgendwann haben wir das ganze Attackenmuster vom Golem verinnerlicht. Also die ersten drei Schläge kommen und dann erstmal zurückweichen. Dann wieder nach vorne und dann abwarten, bis er irgendwas macht. So. So weit, so gut. So, und jetzt müssen wir nämlich hier irgendwie ausweichen. Jetzt kommt sein Flugteil. Oh, ich habe Schaden genommen. Wann ist denn das passiert? Ich sehe oben, das Schutzschild ist weg. Ich habe irgendwann jetzt Schaden bekommen. Warum? Weil der hat doch seinen Schlag. Der ist doch von ihm aus gesehen linken Seite, von uns aus rechts. Das sollte uns doch nicht erwischt haben. Oder darf ich da schon nicht dran stehen? Und habe ich jetzt durch den Bodenmove schon ein bisschen was bekommen. Aber ihr seht, es wird nicht so lange dauern. Natürlich werde ich hier wieder das Spiel beenden, ne? Weil es zählt leider auch
der genommene Schaden, auch wenn wir ein Schutzschild haben. Habe ich auch schon getestet. Ich habe gedacht, naja, vielleicht ist das Spiel so gnädig und die Bedingung, die heißt, ich darf keinen Schaden nehmen, was meine Lebenspunkte angeht, dass mein Schutzschild aber noch Schaden nehmen darf. Nein, das zählt alles mit als du hast Schaden genommen, egal ob Schutzschild oder deine Lebenspunkteleiste. Du darfst ja wirklich nicht einmal getroffen werden. Ich glaube, wenn man das so reingeschrieben hätten, wäre das eindeutiger. Ja, also die Platin-Trophäen-Anforderung sollte eigentlich heißen, nimm bei dem Bosskampf nicht einen einzigen Treffer in Kauf. Ich glaube, so wäre das eindeutiger. Was Schaden? Naja, das Schild hat Schaden genommen, aber Will selber hat ja keinen Schaden genommen. Das ist ja alles Auslegungssache. Gehen wir nochmal rein. Vielleicht klappt es ja jetzt schon. Weil der dritte Versuch war gar nicht so schlecht gewesen. Nur ein bisschen Geduld, nicht gierig werden. Das ist wie bei Souls-Spielen, weil man immer denkt, ja komm, der hat ja nicht mehr viele Lebenspunkte. Für einen Schlag wird es noch reichen, ne? Und dann, ne, hat man im schlimmsten Fall dann doch einfach komplett gefailt. Ich muss nur aufpassen, wenn sein blöder Schleim-Move kommt. Das war in Ordnung. Das ist in Ordnung. So, jetzt geht er nach links. Jetzt irgendwie hier die Ruhe bewahren. Man hier eben keinen Schaden nimmt. So, ich gehe mal zurück. Na, vielleicht hat's ausgereicht. Vielleicht hätten wir es sogar geschafft. Nein, ich spring rein, ich spring in den Lappen rein. Gibt's das? Aber wir haben gerade festgestellt, es sollte ausreichen. Wenn ich da ein bisschen wagemutiger bin, ich glaube, die Schläge, die reichen sogar aus, dass er gar nicht erst zu diesem ja, finalen Schlag ausholen kann. Müsste er nicht schaffen. Wenn ich da jetzt vorne stehen bleibe, habe ich, denke ich, genug Zeit, den auszuknipsen. Also ich muss die erste Phase nur einmal schaffen und wenn die vorbei ist, immer rauf. Immer rauf, 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 rauf. Und ich habe auch extra die Waffe genommen, die noch mehr Damage hat. Ich habe zuerst den Fehler gemacht, dass ich ja einen Betäubungseffekt drauf habe. Und wie vorhin schon angesprochen, wenn die Waffe einen Effekt drauf hat, wie Betäubung oder sonst was, dann ist die Grundstärke aber nicht so hoch. Jetzt ist hier im New Game Plus das aber so, dass wir so Schleimwaffen noch selber herstellen können und die haben eine hohe Grundstärke und können trotzdem, wenn man die richtigen Items findet, einen Zusatzeffekt haben. Das heißt, die büßen keine Grund-ATK ein. Die habe ich jetzt auch ausgerüstet, nur halt ohne Zusatzeffekt. Da fehlen mir noch die Items. Und 9800 ist schon ein bisschen besser als die Waffe, die wir vorhin hatten. Nämlich bei 9000 lag dort die Angriffsstärke. Und mal gucken, ob wir. Ja, es war auf jeden Fall eine gute Entscheidung, das so zu machen. Ich brauche hier nämlich Damage. Und kein Betäubungseffekt, weil den Endboss, den kannst du wahrscheinlich nicht betäuben. Ist ein Riesengolem. Wie willst du den betäuben? Da musst du schon Thors Hammer rausholen. So, was ist da jetzt passiert? Ich habe völlig vergessen, dass der am Anfang seine blöden Faustschlag auf den Boden macht. Ich habe jetzt fest damit gerechnet, dass er erstmal uns zurückwirft, dieses eine Schutzschild quasi ballert und wir erstmal zurückgenockt werden. Das war aber gar nicht der Fall. Der hat da sofort seinen Faustschlag gemacht. Habe ich vergessen. Habe ich vergessen, deswegen müssen wir hier nochmal neu laden. Ja, das ist eine Geduldsprobe. Es ist nichts weiter als eine kleine Geduldsprobe, aber Will ist ja immer ausgeruht. Ne? Der steht ja hier auf seinem Bettchen aus. Weiß doch gar nicht, was ihm erwartet. Könnte ich gar nicht. Ich könnte nicht einfach so aufstehen aus dem Tiefschlaf und dann und dann sofort Richtung Bosskampf rennen. Völlig unvorbereitet und dann keinen Treffer kassieren. Das schafft nur Will.
So, jetzt habe ich ein gutes Gefühl. Das hatte ich aber die Runden davor auch. Vielleicht brauche ich ein schlechtes Gefühl. Aber es reicht für zwei Schläge, habt ihr gesehen? Und damit haben wir ihn. Das war doch einfacher als gedacht, aber das war auch der erste Boss. Und wir haben auf normal gespielt. Aber so kann man es machen. Und damit haben wir auch die Trophäe bekommen. Perfekter Golem. Und jetzt können wir auch ins nächste Dungeon, ne? Von der Zeit war es auch ganz gut. Jetzt könnte man noch Folgendes machen. Ich habe ja die Trophäe jetzt geholt. Es gibt ja noch eine andere Trophäe, dass wir hier mit diesem ollen Besen, ne, den Gegner ausknipsen müssen zum letzten Schlag. Könnten wir auch versuchen. Wollen wir das nochmal machen? Weil die Trophy haben wir ja. Ob wir den jetzt hier perfekt besiegt haben, es gibt ja keine extra Belohnung. Es war ja nur für die Trophy. Das heißt, ich mache den ganzen Spaß nochmal und versuche den jetzt mit dem Besen zu besiegen. Der Besen hat aber den ganz, ganz großen Nachteil. Er macht überhaupt keinen Schaden und den kannst du auch nicht stärken. Ich glaube nicht, dass wir im New Game Plus diese Challenge angehen sollten. Ich weiß nicht, ob der Besen in weiterem Spielverlauf auch nochmal gestärkt werden kann, dass er eine höhere ATK bekommt. Aber den kannst du ja beim Schmied nicht irgendwie aufbessern oder so. Also dann musst du schon versuchen, den Gegner möglichst viel Lebenspunkte wegzunehmen und dann, na, ich weiß nicht, ich meine. Hier im New Game Plus, da hat irgendwann der letzte Endboss bestimmt so hunderttausende Lebenspunkte und dann kommst du mit deinem Besen und machst da 500. 500 Schaden pro Treffer. Das ist das Ganze vergessen. Da kannst du. Vielleicht klappt's in Verbindung mit dem Begleiter. Oder der Begleiter ist sogar noch eher ein Nachteil, weil es das heißt ja, der letzte Treffer soll ja mit dem Besen passieren. Wenn der Begleiter aber den letzten Treffer macht, dann dürfte es ja noch nicht mal zählen. Es könnte auch passieren, dass wir dadurch schon einen Nachteil haben. Naja, ich bin gespannt. Wir testen es auf jeden Fall aus, weil dann sollten wir ohne Begleiter spielen, aber das ist dann noch schwieriger. So, 1, 2, 3. 1, 2, 3. Wir bleiben mal stehen. Weil jetzt heißt es ja. Also, was wir jetzt an Schaden bekommen, ist ja wirklich völlig Wurst. So, und jetzt mal umrüsten. Jetzt machen wir wieder Treffer-Action. Seht ihr das? 1000? Das ist ein Witz. Müsste aber funktioniert haben. Naja, es sah jetzt nicht so aus, als ob wir dafür eine Trophy bekommen haben. Kann das sein? Sie ist nicht aufgeploppt. Dann ist es doch so, dass der Begleiter keinen Schaden machen darf. Dann habe ich ein Problem. Dann machen wir nochmal Kommando zurück.
Ja, es muss ja alles getestet werden, Leute. Das mache ich nur für euch. Das mache ich doch nur für euch, damit ihr auch schon mal sehen könnt, auf was ihr euch da einlässt. Es ist kein Muss. Es ist nur noch hier eine extra Herausforderung, die man sich geben kann, wenn man jetzt sehr viel Spaß mit dem Spiel hat und man möchte noch ein bisschen weiterspielen, weil das ist ja von der Spielzeit auch nicht so lange, dann kann man ja diese extra Sachen ruhig einmal angehen. Und naja, ist ein bisschen knifflig. Muss man überlegen, wie man es macht. Aber ich sag nochmal, ich befürchte, es ist keine gute Entscheidung, das im New Game Plus zu machen. Weil der Besen, der wird doch bestimmt im normalen Spiel ja besser sein, dass der Gegner nicht ganz so oft getroffen werden muss. Jetzt müssen wir den Begleiter einmal absetzen, ne? Ich kann ihn leider nicht gebrauchen. Es tut mir leid. Er muss weg. Dann haben wir anscheinend doch nicht den letzten Schlag gemacht. Machen wir es nochmal. Aber immerhin mit dem Vorteil, wir müssen auf die Lebenspunkte nicht achten, ne? Ja, und dann, selbst wenn du auf normal spielst, stellt euch vor, ihr seid jetzt im letzten Dungeon. Und da ist es ja schon so, dass ihr auf eure Lebenspunkte mehr achten müsst. Ich glaube nicht, dass man da Spaß hat, den Gegner so 100 Mal zu treffen, weil der Besen nämlich kaum Damage macht. Das ist dann so eher das große Hauptproblem, was ich mir vorstelle. Ich weiß nicht, kann ich noch einen? Oh, knapp. So, und jetzt das letzte bisschen finzig hin. Jetzt haben wir es aber. Das war der letzte Besenschlag und jetzt müssten wir auch die Trophy haben, oder? Immer noch nicht? Ach, wisst ihr was? Ich glaube, das ist eine Trophäe, die... Oh, das ist natürlich scheiße. Weil, ich glaube, du musst die... Du musst alle Bosse besiegen mit dem letzten Schlag. Und das Problem ist, du weißt ja gar nicht, ob du mit dem letzten Schlag tatsächlich auch getroffen hast. Das könnte jetzt ein ganz großes Problem werden. Mal gucken, hier unten steht es bestimmt irgendwo. 0,6%. Das ist auf jeden Fall eine ganz seltene gewesen. Mal sehen, wo steht sie. Irgendwo hatten wir die Trophäe. Hier. Töte alle Bosse mit dem Besen. Letzter Treffer. Schwierig. Stell dir vor, der Begleiter macht den letzten Treffer und das zählt für diese Trophäe nicht. Ich weiß nicht, ob das so funktioniert. Wenn nicht, ist das ja in Ordnung. Dann kannst du mit deinem Begleiter einfach den Gegner plätten und dann ist es nur wichtig, dass du mit dem letzten Treffer vielleicht einmal draufgehauen hast. Müsste man online gucken, wie das funktioniert. Aber das wird wohl eine sehr schwierige und ätzende Herausforderung, wenn man die haben möchte. Ist aber von der Seltenheit nicht ganz so selten, wie die Bosse zu besiegen, oder? Weil 0,7, das hier, ist ja interessant, ist etwas schwieriger als das hier. Etwas, 0,1%. Ja, das war's. Aber ich werde das natürlich benutzen. Jetzt habe ich den Boss einmal besiegen können. Und zwar mit letzter Treffer Besen. Und damit gehe ich auch ins Waldbiom. Das war's, Leute. Das ist Moonlighter. Also es macht eine Menge Spaß. Es ist eine Mischung, wie anfangs schon gesagt, aus Item Shop Manager und Dungeon Erkundung. Wir haben ja ein bisschen ein paar Bosse mit dabei. Die sind jetzt nicht so schwer, aber wenn man sich genau diese Herausforderung stellt, dann wird es dann doch sehr schwer. Haben auch nicht so viele Leute, also auch von der Platin, hier habt ihr gesehen, das kriegt man nicht einfach so nebenbei. Man muss schon so zweimal mindestens durchspielen.
Es sei denn, du spielst von Anfang an auf optimaler Basis, dass du. Aber sollte man nicht machen. Spielt einmal durch, das ist meine Empfehlung. Und dann, wenn man das erreicht hat, spiel vielleicht nochmal von ganz vorne. Nicht unbedingt New Game Plus, weil dann weißt du, welche Items sind am teuersten. Hast vielleicht noch die Preise im Kopf, dass du dann dich darauf fokussieren kannst. Dann machst du einen zweiten One, wo du unter 10 Stunden das schaffst und kannst dann genau diese Art der Challenge mitmachen. So würde es funktionieren, das ist meine Empfehlung. Ansonsten war's das für heute am Sonntag. Ich bedanke mich fürs Zugucken. Das war ein kurzes Gameplay zu Moonlighter Between Dimensions. Und euch dann noch eine schöne kommende Woche. Und wir sehen uns dann wieder bei irgendwas anderem. Und damit reingehauen und tschüss.